Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. So würde die Folge normalerweise anfangen. Aber ich dachte mir gedacht, ja komm, gerade eben, ja komm. Gehst du mal auf den Server, kannst vielleicht mal was zusammenfahren, vielleicht mal so ein paar Erze für die Ausrüstung, damit wir die Schmiede haben. Ich will auf den Server drauf gehen. So, zwei Leute sind gerade drauf, Esther und Vishu. Und was muss ich geschockt erfahren? Wir haben eine neue Map. Ja, also, ich fasse das ja ganz einmal gerade zusammen. Und zwar ist bei uns bei Sigurin im Modpack der Mod Mechanism ausgeflogen, was dadurch geführt hatte. Anders gesagt. Der Mod-Mechanism ist rausgeflogen, da verschiedene Serverlags aufgetreten sind aufgrund des Mechanism-Mods. Hatte er sich entschieden, okay, fliegt raus. Problem war, Map wurde schon größtenteils generiert und es sind ziemlich viele kaputte Chunks entstanden, die dafür gesorgt haben, dass der Server abschmiert. Konnte man nichts machen, Map gecrashed, alles ziemlich doof. Wie gesagt, hatte ich offene Verständnis für, es ist eine offene Beta, nicht auf, mein Gott, heute habe ich es aber wieder, es ist eine instabile Beta. Problem dabei ist, es ist jetzt schon die dritte Map, die wir anfangen. Wir würden zwar die Häuser wieder reinkopiert bekommen, aber da ich persönlich nicht so viel Lust drauf habe, andauernd in Anführungszeichen von vorn anzufangen, und ich schätze, ihr habt auch keinen Bock, alle paar Tage eine neue Map zu sehen. Ich spreche da jetzt erstmal so, ich hatte auf jeden Fall von der letzten, vom ersten Mapwechsel hatte ich schon Resonanz gehört, auch nee, nicht von vorne, bla bla bla. Kam anscheinend nicht so gut an. Und da es jetzt schon wieder passiert ist, würde ich sagen, das Ganze spricht dann wieder für sich, also wieder das gleiche Thema. Und da ich da auch nicht so mehr so wirklich drauf Lust habe, alle paar Tage eine neue Map, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen krass, aber ich drücke das jetzt mal gerade so krass aus, würde ich sagen, ich breche jetzt hier das Projekt Modsalsa ab, beende es vorzeitig aufgrund dieser Probleme, bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei dem Sigurin, dass er mir erlaubt hatte, hier auf diesem Server mit ihm zu spielen. War auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich werde auf jeden Fall noch mit Sigurin weiter Kontakt haben. Also ist es nicht so, dass ich das komplett in Kontakt abbreche. Also wir verstehen uns auch noch sehr gut. Auch mit seiner Frau und mit den Jungs auf seinem Teamspeak hier. Matze, Vichus, Potti, mit denen verstehe ich mich immer noch sehr gut. Also keine Sorge. Ich werde auch bestimmt wieder zu einem Let's Play überreden können. Aber für mich war es das jetzt hier erstmal mit dem Projekt Modsalsa. Wie es jetzt weitergehen wird, ist relativ einfach. Da ich ja auch noch, momentan habe ich ja noch Ferien, aber ich bin ja immer noch im Abitur und brauche deshalb ein Projekt, wo ich nicht sehr viel vorbereiten muss. Und dafür hatte ich jetzt einfach überlegt, ich mache jetzt einfach ein Singleplayer-Display, komplett alleine, werde vielleicht den einen oder anderen mal dazu holen, so zum Zwischenbeiplaudern oder so, muss mal schauen, wie ich das mache. Ja, und zwar werde ich dann wieder Minecraft, es wird wieder ein Technik-Modpack sein, aber nicht so schwieriges wie Project RWT oder Modsalsa jetzt in dem Sinne. Es wird einfach sein, es wird wahrscheinlich auf VCB's Tech World 2 hinauslaufen, da werde ich dann schauen, dass ich nachher die erste Aufnahme davon mache. Aber ich würde sagen, das war es dann jetzt erstmal von Let's Play Minecraft Modsalsa. Ich danke mich auf jeden Fall nochmal, dass ihr hier dabei zugeschaut habt. Finde ich auch nicht schön, dass es so gelaufen ist. Ich hatte ja mitbekommen, am Anfang hat es ja ziemlich viel Spaß gemacht. Ich werde schon mal schauen hier, dass ich hier die Mods wie Witchery und so weiter, dass ich die nochmal was weiter vorstelle. Halt wie im Cypher Factorization, das schien euch ja sehr gut gefallen zu haben. Und ich würde gerne mal zeigen, was man damit noch so raushauen kann. Aber für mich war es das jetzt erst einmal. Und bis dahin würde ich sagen, leb wohl, schöne Welt!